Qualität ist nicht alles. Hallo Leute! Es ist endlich wieder soweit. Endlich kommen wieder YouTube-Videos von eurer Lieblingsmaus, die hier schon wieder irgendwelchen komischen Kram in ihrem Videobild stehen hat. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich... Wow, okay, jetzt geht's mir aber doch auf den Sack. Bevor dieses Video hier weitergeht, muss ich mich ganz kurz einschalten. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass ich für die Nickelodeon Kids Choice Awards 2023 wieder als Lieblings-Social-Star nominiert bin. Und ich würde mich so unfassbar doll freuen, wenn ihr für mich voten würdet. Der Link ist unten in der Infobox. Ihr könnt so oft abstimmen, wie ihr wollt, jeden Tag. Also klickt gerne unten auf den Link und stimmt für mich ab. Ich würde mich so freuen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wie ihr eventuell erkennen könnt, sieht mein YouTube-Video-Hintergrund wahrscheinlich für euch komplett normal aus. Allerdings bin ich in einer komplett anderen Stadt und dieses Zimmer ist ein komplett anderes und eigentlich ist alles anders. Bis auf die Farbe meiner Wand und diese zwei Leuchtdinger hier. Ich habe nämlich ein neues Sofa hinter mir. Ich bin umgezogen, dementsprechend sitze ich in einem neuen Raum. Falls ihr davon noch überhaupt nichts mitbekommen habt, dann schaut doch mal ein paar Videos hier zurück. Da gibt es nämlich eine Roomtour von meiner alten Wohnung, wo ich alles erkläre. Und auf meinem Vlog-Kanal zeige ich euch sowieso komplett, wie ich alles hier einrichte und da gibt es von A bis Z alles. Mein Blogkanal heißt Beautix Vlogs, falls ihr davon noch nie gehört habt. Dann habt ihr hoffentlich generell von mir noch nie gehört, weil ansonsten lebt ihr halt hinterm Mond. Ich habe übrigens auch meine Haare geschnitten, also alles ist ein bisschen neu und anders. Es ist ein neues Jahr und heute ist noch etwas anders. Und zwar mache ich ja normalerweise immer so virale TikTok-Rezepte. Aber ich finde während meiner Recherche zu solchen Rezepten auch immer ganz viele Rezepte, wo ich mir denke, das ist mega geil, aber das hat noch nie irgendwie jemand gesehen, beziehungsweise es haben sehr wenige Menschen auf TikTok verhältnismäßig gesehen. Und diese Sachen sollten viral sein. Dementsprechend gibt es heute mal das komplette Gegenteil, und zwar TikTok-Rezepte, die kein Mensch kennt, die aber viral sein sollten oder so. Jedenfalls sind es unbekannte TikTok-Rezepte, von denen ich jetzt möchte, dass sie viral werden. Zumindest, wenn sie gut sind, weil das wird heute erstmal ausgetestet. Übrigens habe ich den süßesten Pullover ever an. Hier sind einfach Schäfchen drauf. Da ist Babyschaf mit Mamaschaf und hier ist kleines Außenseiter scharf. Obwohl kein Außenseiter. Vielleicht ist es auch einfach nur lieber allein. Beziehungsweise ist er nicht allein. Es ist trotzdem auf meinem Pullover. Und hier ist auch noch eins. Und eigentlich sind die direkt nebeneinander. Dementsprechend, glaube ich, sind sie doch Freunde. Ich halte jetzt aber mal meinen Maul mit irgendwelchen komischen Schafgesprächen. Und ich würde sagen, wir starten mit diesem Video. Viel Spaß! In Rezept Nummer 1 habe ich mich halt sofort verliebt, weil es geht um Blätterteig und es geht um Äpfel. Und Blätterteig und Äpfel sind einfach wirklich eine tolle Kombination. Dieses Video hat knapp über 30.000 Views. Und ich weiß, 30.000 Views sind theoretisch immer noch eine Menge, aber halt nicht im Ansatz so viele Views dafür, dass es viral gehen könnte. Viral bedeutet halt irgendwie, würde ich sagen, so ab 5 bis 10 bis 20 Millionen Views. I know, insane, aber TikTok ist halt auch insane. Das hier ist nämlich so eine richtig süße Art und Weise, einen Apfelstrudel zu machen. Man muss nämlich einfach nur um diesen Apfel den Blätterteig wickeln und dann hat man diese unfassbar geilen Mini-Apfelstrudel. Und wenn das wirklich so einfach und toll ist, wie es hier aussieht, dann bin ich wirklich sauer, dass TikTok dieses Rezept noch nicht zum König gekürt hat. Achtet nicht auf den Hintergrund. Ich weiß, es sieht aus wie absolute Schweinescheiße, aber wir haben noch keine Küche und dementsprechend ist es halt so ein bisschen wuselig hier. Dafür werden aber diese Apfelringe hoffentlich umso schöner. Ich habe sogar extra einen Apfellocher gekauft. Und ich habe so ein Ding halt literally seit ich 5 Jahre alt war, nicht mehr benutzt. Aber ich finde es gerade irgendwie richtig toll. Für diese Dinger braucht man wirklich so unfassbar wenig. Eigentlich nur Blätterteig, Zucker, Zimt, ein Ei und Äpfel. Und das Ei kann man safe gegen irgendwas anderes ersetzen, damit es dann vegan ist. Als erstes bereite ich einen meiner wunderschönen Schneewittchen-Äpfel vor. Ich weiß nicht, warum hier ein Schneewittchen drauf ist, aber keine Ahnung, ist süß. Und drücke das Loch direkt hier rein. Oh, das ist so toll. Ich fühle mich wieder wie bei meiner Oma. Wow. Der gute Herr wird jetzt einfach in Scheiben geschnitten, also in Apfelringe. Ich lasse die Schale jetzt einfach dran, weil ganz ehrlich, schmeckt man eh nicht. Hauptsache, ich ändere hier schon wieder die Gerichte irgendwie ab und beschwere mich dann am Ende wahrscheinlich, dass es nicht gut ist. Woohoo! Okay, die könnten teilweise ein bisschen dünn geworden sein. Egal. Jetzt bereiten wir das Ei vor. Das Ei ist halt eigentlich nur dafür da, dass der Blätterteig ein bisschen schön glänzender wird und das Zimt und Zucker da am Ende dran halten. Deswegen nehme ich auch so einen coolen Pinsel. Alright. Und folgendes ist jetzt halt literally auch schon der ganze restliche Zauber. Das ist so ein einfaches Rezept, deswegen ich verstehe nicht, warum das nicht mehr Aufmerksamkeit hat. By the way, könnt ihr euch den Account von der Person sowieso mal angucken. Die macht so unfassbar geil
geile Videos. Auch so richtig krass qualitativ hochwertig. Also tausendmal besser als das, was ich hier gerade mache. Aber bleibt trotzdem auch hier, ja? Qualität ist nicht alles. Ich nehme jetzt hier so einen Streifi und einen Apfelring. Und dann wird das jetzt easy peasy hier so drum gefädelt. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so leicht ist wie gedacht. Okay. Ich glaube, das Loch muss größer gemacht werden. Manu, ich dachte, der Lochmacher wäre perfekt. Aber ist er nicht. Okay, auf ein neues. Jetzt funktioniert's. Okay, irgendwie stelle ich mich richtig doof an gerade. Aber es wird sich lohnen. Ich spüre das. Ich habe jetzt schon ein Vorfazit. Es sind 15 Minuten vergangen, also eine fucking Viertelstunde, und ich habe 3 Äpfelringe fertig. Also es dauert wirklich so unfassbar lange. Dementsprechend kann ich dann doch wieder verstehen, dass es nicht viral gegangen ist. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Arbeit in so ein kleines Ding gesteckt, obwohl es halt auch wirklich schon sehr süß aussieht, ne? Das wird jetzt mit meiner Eierpampe bestrichen und ich hoffe sehr, dass dieser Aufwand sich jetzt gelohnt hat. Ansonsten habe ich immerhin eine wunderschöne Riesenapfeltasche. Hier kommen jetzt wieder ein bisschen Zimt und Zucker drauf. Nicht so viel, weil ich mag eigentlich keine Zimt. Aber ich meine, es gehört zu dem Rezept, deswegen ich muss machen. Ich kann nichts dafür. Warum rede ich jetzt eigentlich so? Und ein bisschen Zucker. Okay, jetzt fange ich gerade schon wieder an, so zu reden. Sorry! Aber macht halt auch ein bisschen Spaß, ne? Wow! Also ein bisschen Prachtstück-Charakter haben die Teile ja schon, muss ich sagen, ne? Eher hier ein bisschen weniger, aber die schon. Nicht erschrecken, das ist ein Mikrowellenbackofen. Sowas haben Menschen, die keine Küche haben. Und wahrscheinlich auch Menschen, die eine Küche haben. Also eigentlich ist es jetzt nichts Unnormales. Ist sogar hardcore praktisch, ne? So ist nicht. Viel Spaß! Peace! Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Wie wunderschön ist das bitte geworden? Wie perfekt Insta-worthy sehen diese Apfelringe bitte aus? Das sind einfach die schönsten Donut-Shapes, die ich jemals gesehen habe. Und kannst du jetzt bitte endlich leise sein, scheiß Mikrowelle. Die ist seit 10 Minuten aus und ich warte die ganze Zeit. Okay, vielleicht seit 3 Minuten. Ich freue mich so sehr, wenn ich endlich einen richtigen Ofen habe. Dann müsste ich die Dinger jetzt nicht halb kalt probieren. Ich mache nochmal aus. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Hört ihr das? Richtig, wir hören endlich nichts mehr. Das heißt, ich kann diese wunderschönen Teile jetzt endlich probieren. Also die Viertelstunde Wrapping hat sich alleine für diesen Anblick hier schon absolut gelohnt. Ich hoffe, jetzt schmeckt es auch so. Ich nehme das erstmal so ein bisschen auseinander. Ich hoffe, der Apfel ist jetzt so geil, weich, wie im Video. Okay. Au! Ha! Okay, ja, der Apfel ist schon weich, aber halt auch fucking heiß. Oh mein Gott. Aber was habe ich erwartet? Oh mein Gott. Ja, also so leicht ging das jetzt nicht, aber egal. Ha! Oh mein Gott, es ist so heiß. Wow, es ist so heiß. Halleluja. Ha! Oh mein Gott. Hätte ich da mehr Zucker dran gemacht und einen besseren Apfel genommen, wäre das einfach absolut eine 100 von 10 Vibe. Look at it. It's beautiful. Ich kann nicht aufhören, euch das zu zeigen, weil es einfach so schön aussieht. Es dauert zwar arschlange und da muss echt viel Zucker dran und ihr müsst echt aufpassen, was für Äpfel ihr kauft. Aber dafür ist es richtig gut. Also ich würde sagen, durch den Aufwand 3,5 Sterne von 5. Aber halt auch nur, weil man 10 Jahre dafür braucht. Das ist halt doof. Ansonsten wäre es eine 5. Safe. Oh Gott, das ist kalt. Wow. Oh mein Gott. Wir machen süß weiter. Dieses Video hier hat gar nicht mal so unfassbar wenig Aufrufe, aber viral würde ich es jetzt trotzdem nicht nennen. Es sind 681,4000 Aufrufe. I know, it's theoretisch a lot, aber ich will es halt probieren, okay? Lasst mich. Außerdem wette ich mit euch, dass ihr das auch nicht kennt. Hier geht es nämlich um gesunde Eiscreme ohne Eismaschine, was der absolute Gamechanger ist, weil Eis schmeckt halt nie ohne Eismaschine. Aber hier sieht es halt wirklich legit aus. Das ist einfach mit Magerquark und fettfreier Sahne. Und man braucht dazu dann noch so ein Kokos-Vanille-Flavor-Dings, wenn man das in der Geschmacksrichtung machen möchte, weil sie macht einfach Raffaello-Eis. Ich dachte, ich fall vom Stuhl, als ich das gesehen habe. Ich liebe Raffaello und deswegen will ich das jetzt sofort austesten. Sofort. Das hier ist, glaube ich, wirklich mein Lieblingsrezept. Zumindest, wenn es wirklich so gut schmeckt. Ich habe jetzt meine 3 Zutaten hier. Ist halt auch krass, dass es einfach nur 3 Zutaten sind. Das Chunky-Flavor, was sie hatte, das habe ich jetzt leider nicht, weil das anscheinend ausverkauft und sehr beliebt ist oder sie machen es einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall nicht kaufen können auf der Webseite. Ich gucke jetzt erstmal, ob das schon in die Richtung Raffaello riecht. Weil der Geschmack, der liegt halt komplett an diesem Zeug hier, ne? Ja gut, das Doofe ist halt, ich habe absolut Schnupfen und rieche gar nichts. Und es sieht auch ein bisschen aus wie andere Substanzen. Als wüsste ich, wie diese Substanzen aussehen, außer dass sie weiß sind. Wow. Hier ist jetzt mein gefrorener Magerquark. Ich habe den einfach auf einer Frischhaltefolie ausgebreitet und in die Gefriertruhe getan. Ich glaube, das geht dann alles auch ein bisschen einfacher, das klein zu machen. Super Lifehack von mir, weil ich bin eine schlaue Maus, wisst ihr. Das mache ich jetzt ein bisschen klein hier.
Meine Nachbarn freuen sich. Das kommt in meinen Mixbehälter. Oh mein Gott. Ich hab wirklich gehört. Nein, ich habe gar nichts gehört. Hilfe! Das war Matthias, der sich sehr leise angeschlichen hat. Oder ich bin taub, keine Ahnung. Die Chunks kommen jetzt hier rein. Ich glaube, sie hat halt auch keine Mengenangaben angegeben. Deswegen mache ich das jetzt einfach irgendwie auf gut Glück. Okay, das sollte erstmal reichen. Jetzt kommt die fettarme Schlagsahne dazu. Sollte reichen. Und das Geschmackszeug. Ich habe keine Ahnung, wie viel man da reintut. Aber ich glaube, hier ist ein Scoop drin versteckt. Ja! Das Einzige, was ich an so Fitnessprodukten ja liebe, sind immer diese Scoops. Ich finde die so cool. Damit macht alles viel mehr Spaß. Ich nehme einfach mal einen so einen Scoop und pack den damit rein. Und das kommt jetzt hier in den Mixer. Und ich hoffe, mein Mixer ist stark genug. Mein Süßer, du schaffst das. Ich erkenne gar nichts. Ich fühle, die Sahne schlägt sich, aber mit den Quarkdingern hier passiert gar nichts. Lauf jetzt gehen! Hours later. Angeblich ist es jetzt fertig. Ich schau mal. Ich weiß schon, dass ich hier auf jeden Fall einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich viel zu viel Schlagsahne genommen, glaube ich. Das ist halt jetzt meine Konsistenz. Und ich habe schon richtig, richtig viel gerade da rausgemacht, um irgendwie noch eine Eiskonsistenz zu bekommen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Ich glaube, ich werde diese Masse jetzt nochmal einfrieren und dann gucken, dass ich das später, wenn es wieder gefroren ist, alleine mixe. Es ist ungefähr 2 Stunden später und ich würde sagen, auf ein neues. Also es ist schon mal nicht mehr flüssig, wie wir sehen. Aber ob das jetzt fertig ist, weiß ich. Okay, das sieht geil aus. Es ist immer noch ein bisschen flüssiger als normale Eiscreme, glaube ich, wäre. Es ist so eine Eiscreme, die so 10 Minuten zu lange in der Sonne stand. Aber man dann trotzdem noch so geile Eiscreme-Matsche daraus macht und das dann trotzdem noch nice schmeckt. Deswegen würde ich sagen, das zählt jetzt trotzdem schon als Eiscreme. Das ist Eiscreme. Okay, let's try. Oh yes. Mhm. Das Zeug ist geil. Mm. Oh mein Gott, ist das lecker. Das schmeckt zwar nicht direkt wie Raffaello, allerdings schmecken die Geschmäcker von bestimmten Schokoriegeln oder so, finde ich, bei Eiscreme meistens nicht nach genau diesem Teil, weil geht halt auch nicht, ist halt auch Eis, ne? Aber es ist eine richtig geile Art und Weise, gesünderes Eis zu machen mit dem Magerquark und diesem zuckerfreien Geschmackszeug. Das kriegt safe eine glatte 5 von 5, das Hammer. Und vor allen Dingen ist es voll proteinreich, oder? Die ganzen Pumper essen doch immer so viel Magerquark. Heißt doch Gutes. Ich werde jetzt auch Pumper und werde nur noch dieses Kokoseis essen. Mmh. Dieses Rezept lässt mein Nudelherz höher schlagen. Auch wenn ich ein paar Fragen habe, was dieses Rezept angeht, weshalb ich glaube, dass es nicht viral gegangen ist. Aber andererseits ist es halt so mega einfach. Man braucht, glaube ich, irgendwie 4 Zutaten und es sieht hammer nice aus. Und normalerweise geht doch jedes Nudelrezept viral. Deswegen verstehe ich nicht, warum dieses hier... Na gut. 400.000 Aufrufe. Aber dafür, dass es englischsprachig ist und ein Nudelrezept, ist es dann doch wieder relativ wenig. Ihr könnt euch halt nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass wir jetzt bei der Nudelsauce endlich angekommen sind, weil everybody knows, Nudels sind das Beste, was es auf diesem Planeten gibt. Ich habe jetzt hier schon meine Penne gekocht. Ich weiß, der hat das mit Fusilli gemacht, aber ich habe keine Fusilli. Und ich bin sehr traurig darüber, weil das eigentlich meine Lieblingsnudelsorte ist. Aber Penne ist auch okay. Ich habe die ganzen Zutaten schon hier und ohne Spaß, Leute, ich frage mich wirklich, wieso dieses Rezept nicht viraler gegangen ist, weil das sind halt so einfache Zutaten. Vielleicht auch, weil es genau das gleiche wie diese Gigi Hadid Wodka-Soße ist, nur ohne Gigi Hadid und auch ohne Wodka. Eigentlich hat es auch nicht viel mit der Soße zu tun, außer dass es wahrscheinlich die gleiche Farbe hat. Naja, als erstes kommt hier jetzt ein riesig fetter Löffel Pesto Rosso rein und mein Löffel ist natürlich zu groß. Was zur Hölle? Wenn ihr schon eure Verpackung ändert, Barilla, dann macht doch wenigstens das Glas so groß, dass der Esslöffel nicht drin stecken bleibt. Das einzig Fragwürdige an diesem Rezept ist übrigens, dass der Typ im Video sagt, dass man die Reste vom Pesto benutzen soll. Welcher Mensch hat denn Reste vom Pesto? Ich esse das immer auf. Jetzt kommt hier noch ein ordentlicher Schuss Tomatenmark rein. Und er sagt, man soll seine Reste Cream nehmen. Ich glaube, Cream ist Sahne. Das sah bei ihm aber irgendwie eher aus wie Joghurt. Außerdem sind wir hier ein richtig gesunder Haushalt und dementsprechend nehmen wir jetzt einfach saure Sahne. Und das wird jetzt vermischt und einmal gekocht. Für den Yum. Was laber ich eigentlich schon wieder? Ich habe zu lange kein YouTube-Video mehr gedreht. Und jetzt auf einmal fange ich nur noch an, Scheiße zu reden. Noch mehr als sonst. Und das muss man überhaupt mal schaffen. Okay, das brennt auch direkt an. Sehr gut. Oh, aber das riecht unnormal lecker. Toll! Okay, das ist definitiv zu hoch. Alter! Oh, ich lieb's jetzt schon. Ich habe nicht mal probiert. Der gute Herr hat Ribbelkäse genommen, aber wir leben hier on a budget. Deswegen nehme ich einfach Scheibenkäse und mache den klein, weil im Endeffekt ist egal. Ist nämlich gleich flüssig. Ich finde wirklich nichts besser als diese Videos. Oh mein Gott, wie geil der Käse sich schon zieht. Toll!
Das Beste an diesem Gericht ist halt jetzt schon, dass das halt keine 2 Minuten gedauert hat und es so geil riecht. Oh mein Gott, ich will es jetzt essen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Ach du Scheiße, Leute, das ist so lecker. Oh mein Gott, ich bin im Himmel. Das schmeckt so unfassbar geil. Falls ihr doch so Psychopathen seid und irgendwann mal Pesto Rosso übrig haben solltet, dann macht das. Mm. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich auch eine neue Packung dafür zu öffnen. Das gibt sowas von safe 5 von 5 Sterne. Woo! Ich bin so glücklich. Ich gehe damit jetzt zu Matthias und ich sag euch, selbst er wird das geil finden. Und er ist weder ein großer Tomatensoßen noch ein großer Pesto Rosso Fan. Wo ich mich auch manchmal frage, wieso zur Hölle ich mit so einer weirden Person zusammen bin. Aber egal. Mathieu, du musst was testen. Hast du kurz Zeit? Ja. Hast du nicht, oder? Doch, wenn du mir jetzt sagst, was das ist, probiere ich. Nein, du wirst dankbar dafür sein. Nein. Und? Nudeln. Och Mann. Mit Pesto Rosso. Und anderen Sachen. Gefällt's Ihnen? Schmeckt sehr gut, aber ich habe keine Ahnung. Das reicht mir. Okay, das war ein voller Erfolg. Ich hoffe, das nächste wird auch ein voller Erfolg, weil das wird sehr viel Arbeit. Dieses Video ist alles andere als viral. Also die beiden gerade hatten ja doch relativ viele Views, würde ich sagen. Aber das hier hat halt fucking 2403 Aufrufe. Und das ist wirklich nicht so viel für TikTok. Vor allen Dingen, was so ein cooles Rezept eigentlich angeht. Das hier ist nämlich eine Potato Flour, also zumindest nennen sie es so. Sieht mega cool aus, aber ein bisschen sieht es auch aus wie diese Wischmops hier. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das keiner machen will. Aber andererseits sieht es zu geil aus, um es nicht auszuprobieren. Dementsprechend werden wir das jetzt tun. Leer und diese guten Kartoffeln bleiben da jetzt für eine Stunde drin. Und baden und saugen sich so richtig schön auf, sodass sie richtig schön schrumpelige Finger am Ende haben. So wie du, wenn du aus der Badewanne kommst. Zumindest fast. Also ich finde, die hier sieht wunderschön aus. Allerdings fällt die halt auch so ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Ich habe die jetzt schon gesalzen. Allerdings kommt da ja noch dieser komische Tomato Juice drüber. Und da ich keine Ahnung habe, was Tomato Juice oder Tomato Sauce bei denen ist und ich der Meinung bin, dass die einfach nur Ketchup mit Wasser vermischt haben, habe ich das jetzt auch getan. Vielleicht denke ich das, weil ich das gerne denken möchte, damit ich nicht so viel Arbeit habe. Aber ganz ehrlich, das sah halt schon irgendwie aus wie flüssiger Ketchup. Und ich glaube auch, das schmeckt ziemlich geil. Deswegen kommt das jetzt da drauf. Yeah. Ich glaube, so ungefähr soll das doch aussehen, oder? Hä, das ist richtig gut geworden, oder? Ich glaube, oh, okay, cool. Die fällt schon mal auseinander. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Oh mein Gott. Ah, okay. Es sieht auf jeden Fall anfangs schöner aus, als während man es dann isst. Das Fett trieft ganz schön. Und ich finde auch, da ist ein bisschen viel Speisestärke dran. Aber das liegt an mir, vermutlich. Ansonsten schmeckt das so lecker. Das ist geil. Das ist sehr geil. Es ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es schmeckt toll. Vor allen Dingen dieser flüssig gemachte Ketchup ist wirklich lecker. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ich bin schon glücklich drüber. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jetzt einfach so essen. Ja. Sind die durch? Die sind durch. Wow. Findest du wirklich oder sagst du es jetzt nur so? Die sind lecker, aber ich glaube, die sind nicht durch. Doch, sind sie! Probier das nochmal. Was? Ja, probier das doch mal. Hi. Ja, an der Stelle nicht. Aha. Ist weiter außen. Okay. Das ist lecker. Sind doch alle nicht durch, Julia. Oha, doch! Das, was ich gerade gegessen habe, war durch. Wir schauen ihn doch an. Das ist durch, oder? Mhm. Das ist lecker. Das ist echt lecker. Ein bisschen viel Speise. Nächstes Mal lasse ich die Blumen länger drin, falls es ein nächstes Mal gibt. Vermutlich nicht. Das hier ist halt an sich irgendwie hardcore unnötig, aber ich finde, das hat absolutes viral
Potenzial. Und zwar ist das so eine Eier-Reis-Pizza, würde ich sagen. Das hat 312.000 Aufrufe. Und für 300.000 Aufrufe sieht das halt ein bisschen zu cool aus, muss ich sagen. Und deswegen probieren wir das jetzt aus. Hallo und willkommen zu meiner Reiskuchenküche. Ich benutze ein paar andere Produkte als die Person im Video, weil diese Kombination war mir irgendwie zu weird. Meine Kombination ist wahrscheinlich auch absolut weird, aber ich habe jetzt hier vegane Schinkenwürfel anstelle von diesem Spam. Dann hatte ich noch Zuckerschoten und Paprika. Und das schneide ich jetzt erstmal in so kleine Stücke. Boah, ich habe gerade richtig hart gespuckt. Sorry. Zum Glück muss nur ich das essen. Das schneide ich jetzt erstmal in so kleine Mini-Stückchen, wie die Person im Video das gemacht hat. Weil ich liebe kleine Mini-Stückchen. Das macht immer Spaß und dann fühle ich mich immer direkt wieder wie ein Kleinkind, was keine Verpflichtungen hat. Andererseits sind meine Verpflichtungen, die ich jetzt habe, TikTok-Rezepte machen. Dementsprechend so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, fertig. Jetzt kommt der viel kompliziertere Part und zwar muss ich jetzt aus diesem Reis irgendwie so ein Reisding machen. Und ich hatte keine Zeit, Reis zu kochen, deswegen habe ich jetzt einfach so ein Reisfertigding. Aber es ist auch Reis, dementsprechend ist es scheißegal. Ich weiß aber gar nicht, ob man den einfach so benutzen kann, weil der ist echt hart. Ich habe jetzt hier Backpapier ausgelegt, weil das schien mir irgendwie am sinnvollsten. Und das drücke ich jetzt irgendwie platt, bis es mir nutzbar erscheint. Ich glaube, das kann ein bisschen dauern. Zumindest kann es dauern, bis das so wunderschön rund ist, wie bei dem Typen im Video. Ja, sollte passen. Ich hätte halt fast gerade das Ei vergessen. Ich glaube, das reicht. Dann können wir auch schon starten. Irgendwie geht es gerade mega schnell. Das Einzige, was jetzt halt schwierig wird, ist das Heile da reinzubekommen. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mit Geschwindigkeit. Oh! Ja, also... Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber der Tisch ist so dezent voll mit Reis. Also das hat nicht so gut geklappt. Ich versuche das jetzt einfach irgendwie in dieser Pfanne zusammenzubringen. Wird schon irgendwie klappen. Oh Mann. Das Problem ist halt manchmal auch, dass meine Reviews oder Tests gar nicht so richtig normal gewertet werden können, weil ich mich halt absolut dämlich anstelle. Also lasst das gerne in euer Urteil mit reinfließen, wenn ihr überlegt, das nachzumachen. Wow, okay. Ich glaube, das ist ein bisschen hoch. Ich habe das jetzt mal ein bisschen runtergestellt und ich würde sagen, das Ei kommt jetzt einfach mit da rein, weil what else should I do? Okay, das ist viel zu wenig Ei. Ich hätte definitiv zwei Eier nehmen sollen. Okay, cool. Obwohl, vielleicht kann ich es noch retten. Yes. Okay, so, jetzt muss aber schnell das Gemüse damit rein. So und so. Und meine veganen Speckwürfel. Jetzt pappen die nicht mehr fest. Sieht nicht ansatzweise so schön aus wie in dem Video. Oh Mann, oh! Und ich bin halt komplett selbst schuld. Ich will immer alles viel zu schnell. Ich habe keine Geduld. Aber vom Geschmack her kann man es bestimmt trotzdem werten. Vorausgesetzt, ich kriege das jetzt hier überhaupt hin, das Ding zu wenden. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? Ich glaube, ich hole einfach noch ein Ei und mache das noch da oben drüber, weil so wird es halt eh nichts. Also, mein Ei ist bereit, um hoffentlich zur Rettung zu nahen. Ich kippe das jetzt einfach mal komplett hier drüber in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Bis jetzt wirkt es ein bisschen hoffnungslos. Also, ich habe es so weit, dass ich es jetzt eventuell umdrehen kann. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber drückt mir einfach die Daumen, okay? Okay, ich bemühe mich. Ich gebe mir jetzt wirklich Mühe. Ich will, dass es funktioniert. Okay, 3, 2, 1. Cool. Scheiße! Oh Mann! Können wir es einfach rausschneiden? Das ist mir peinlich. Es funktioniert überhaupt nicht. Jetzt kann ich es nicht mal mehr in Pizzastücke schneiden. Ich dachte wenigstens, das rettet das Aussehen irgendwie. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein kaputtes Reisomelett. Aber immerhin riecht es gut. Wisst ihr was? Ich weiß jetzt schon, warum das nicht viral gegangen ist. Weil es einfach anstrengend ist. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass es ähnlich wird wie diese Wrap-Dreiecke, die so extrem viral gegangen sind. Allerdings muss ich sagen, dass die schon wesentlich einfacher zuzubereiten waren als das hier. Es sah einfacher aus auf dem Video, als es ist. Vielleicht liegt es an mir, aber ich meine, diese Sandwich-Dinger habe ich ja auch hingekriegt, ne? Dementsprechend brennt das gerade an und ich mache das einfach aus. Ist halt so ein Fail, ne? Ist mir ein bisschen unangenehm. Und hier liegt überall Reis. Ich bin so froh, dass ihr das wenigstens nicht sehen könnt. Tada! Das ist das Ergebnis meiner Eier-Reis-Pizza. Also, falls ihr Leftover-Reis habt, testet es gerne aus, aber nur, wenn ihr fähiger dazu seid als ich. Ich kann es mir eigentlich absolut sparen, das überhaupt noch zu schneiden, obwohl es das vielleicht noch ein bisschen besser macht eventuell. Guck mal, wenn ihr jetzt das alles so außen vor lasst, ne, diese ganzen anderen kaputten Stücke hier, dann sieht es allein anhand dieses Stücks hier doch eigentlich so aus, als hätte es funktioniert, oder? Wenn ich euch jetzt nur das hinhalten würde, dann kommt es doch dem eigentlich schon ganz nah. Also ich probiere es jetzt einfach mal.
Ja. Also es schmeckt halt wie gebratener Reis mit Ei und Gemüse. Also sehr gut. Aber zu einem viralen Trend gehört meiner Meinung nach auch, dass jeder Vollidiot das mega easy hinbekommt. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Dementsprechend fällt das durch. Und wir können das einfach von unserer Gedächtnisliste wieder streichen. Und in Zukunft machen wir einfach wieder normalen gebratenen Reis. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr so ist, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches der Rezepte ihr auch mal ausprobieren wollt. Und ob ihr dieses Konzept an sich cool findet, dass ich so Underdog-Rezepte irgendwie raussuche und versuche, die mit euch ein bisschen bekannter zu machen oder halt zu testen, ob die eigentlich Viralitätspotenzial haben. Weil ich finde dieses Konzept irgendwie ziemlich geil. Es gibt so, so viele geile Köche und Rezepte auf TikTok. Und ich finde es irgendwie schade, dass ich immer nur die sowieso schon viralen Rezepte appreciate. Und deswegen finde ich, sollte sich das ändern. Ich hoffe, ihr findet das auch. Das würde mich nämlich sehr freuen. Hier kommt jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier geht es noch zu meinem Vlog-Kanal, wo ich, wie gesagt, ganz, ganz viel zum Umzug gepostet habe und auch immer noch tue, weil fertig ist es halt immer noch nicht. Aber ja, ansonsten war es das. Ich hab euch lieb. Tschüss. Boah, ich glänze voll. Geil.